Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur zweiten Veranstaltung in der Reihe Open Science hier an der TU Wien. Mein Name ist Karin Hoffmann, ich arbeite am Forschungs- und Transfer-Support der TU Wien. Das heißt, ich bin mit Patenten und Patentverwertung beschäftigt und insofern ist natürlich gerade für unseren Bereich Forschungs- und Transfer-Support das Thema Open Innovation eines, was sehr eng mit unserem Arbeitsgebiet verknüpft ist. Auch etwas, wo ich schon sehr gespannt bin auf die Beiträge und auf die Diskussion vom heutigen Abend. Und wir sind als Forschungs- und Transfer-Support auch für die TU Wien am Wissenstransferzentrum Ost beteiligt und sind auch in diesem Sinne eben in die Veranstaltung involviert. Seitens der TU Wien möchte ich auch noch einen administrativen Hinweis anbringen, sozusagen im Namen des Hausherrn. Durch die Umbauten hier im Hauptgebäude ist die Beschilderung nicht immer ganz einfach. Das heißt, falls Sie WC oder Toiletten suchen, wenn Sie sich bitte nach rechts wenden, weil die links sind nämlich nur fürs Personal zugänglich und zugesperrt. Aber wenn Sie hier nach rechts gehen, an den Gang ganz nach hinten und dann werden Sie es finden. In diesem Sinne möchte ich überleiten zu den inhaltlichen Themen und bedanke mich herzlich und freue mich auf die Themen von heute. Sehr gut, das passt ja schon sehr gut. Making things public. Also die Toiletten haben wir, das ist einmal ganz wichtig. Schönen guten Abend auch, danke fürs zahlreiche Erscheinen. Danke auch an die TU Wien hier fürs Hosten der zweiten Veranstaltung im Open Science Ring Veranstaltungsserienzusammenhang. Mein Name ist Georg Ussecker, WTC Ost, Projektleiter für den Bereich GSK Kunst und eben mitverantwortlich für dieses Weiterbildungsprogramm, das hier auch aufliegt, beziehungsweise dann auch im Netz nachzulesen ist. Wir haben verschiedene Themen und ein wichtiges Thema ist eben Open Science. Und dazu sind wir sehr froh, dass wir heute an der TU sein dürfen. Prinzipiell geht es im Wissenstransferzentrum natürlich um neue Formen der Wissenschaftskommunikation, Wissenschaftsvermittlung, sowohl an die Gesellschaft, also die gesamte Gesellschaft, die Wirtschaft, Studierende, und es geht auch sehr stark darum, neue Felder des Anwendens und wissenschaftlichen Ergebnissen bzw. künstlerischer Forschung und Ähnlichem in diesem Feld zu schaffen. Und deswegen freue ich mich eben sehr, dass wir die Open Knowledge Austria und die Open Science ASAP Organisation dazu bemühen konnten und sozusagen motivieren konnten, mit uns gemeinsam dieses Programm zu entwickeln, um einen Reigen von möglichen Anwendungsfeldern im Bereich dessen, was jetzt alles so gerne unter den Begrifflichkeiten der Openness diskutiert und bearbeitet wird. Und somit freue ich mich sehr, Stefan Kastberger ein paar Worte zum Thema und zu dem weiteren Ablauf bzw. zum Status der Veranstaltung zu schenken. Bitte sehr. Ja, hallo, auch noch ein herzliches Willkommen von mir. Die heutige Veranstaltung wurde mit dem Hintergedanken gemacht, praktische Komponenten von offener Wissenschaft zu vermitteln. Auf der einen Seite aufzuzeigen, welche neuen Möglichkeiten auf technologischer Ebene möglich sein werden, wenn Wissenschaft offener ist. Auf der anderen Seite auch zeigen, welche Fähigkeiten man braucht, um offene Wissenschaft zu tun. Und am Schluss wird es dann auch noch eine Diskussion darüber geben, wie das in einem Spannungsverhältnis zu den bestehenden Anforderungen an Universitäten mit Verwertungslogik und so weiter geht. Und ich möchte dann aber auch noch ganz kurz ein bisschen erklären, was diese Open Science Lecture Series an sich ist. Der Georg hat es schon gesagt, es ist eine Kooperation zwischen Open Knowledge, Open Science ASAP und WTZ und diversen unterschiedlichen Universitäten. Wir waren das erste Mal bei der Kickoff-Veranstaltung der Universität Wien, bei der TU Wien. Und wer mehr über die Lehrveranstaltungen wissen möchte, mit diesem Link kommt man direkt hin, mit der Z-Open Science Lecture Series 15.
Und als nächstes sind wir dann, also heute sind wir eh schon bei der zweiten, und beim nächsten Mal sind wir an der OKO in Wien, und da werden wir versuchen, die Synergien zwischen Citizen Science und Open Science auszuarbeiten und zeigen, wo in dem Prozess Bürgerinnenbeteiligung Sinn macht und Offenheit, und wie sich das auch gegenseitig supportet. Da machen wir auch noch einen Tag, wo wir versuchen, Studierenden dabei unter die Arme zu greifen, wie wir Seminar arbeiten, nicht nur wieder zu finden, sondern auch zu befreien. Und am Schluss werden wir dann auch noch so einen kreativ-kollaborativen Workshop halten am AIL, wo wir die Kunst der Offenheit und der Kollaboration in einem sehr praktischen Sinn erforschen wollen, wo im künstlerischen Arbeiten Offenheit und Kollaboration Sinn macht. Ja, dann darf ich auch schon die erste Mini-Lecture anmoderieren. Peter Kraker wird kurz über das Thema Altmetrics referieren. Dabei geht es um alternative Metriken, die, wenn Wissenschaft und vor allem die bibliometrischen Informationen von Publikationen besser zugänglich sind, sehr viele neue Möglichkeiten bieten werden. Und Peter Kraker forscht am Mosel-Center in Graz, mitunter auch zum Themengebiet Open Science und eben Altmetrics, und ist aber auch noch sehr aktiv nebenbei bei der Open Knowledge Foundation in Österreich und beim Open Access Network Austria. Ja, Peter, dann bitte. Magst du? Du schlägst wieder mal hier rein. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank für die nette Vorstellung, vielen Dank für auch die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute etwas zum Thema Altmetrics erzählen darf. Ich habe Ihnen einen Vortrag mitgebracht, der ist in vier Teile geteilt, und im ersten möchte ich ein bisschen auf exponentiell expandierende Universen eingehen. Vielleicht eine kurze Frage in die Runde: Wer kennt den Hitchhiker's Guide to the Galaxy? Okay, also die meisten, hätte ich mir in der Runde auch gedacht, für die, die es nicht kennen oder die die Geschichte nicht so parat haben. Bei dieser sehr berühmten Geschichte von Douglas Adams wird dieser junge Mann, der Arthur Dent, eines Morgens relativ unvermittelt auf ein Raumschiff gebeamt. Das ist aber sein großes Glück, weil nur kurz darauf wird die Erde zerstört, und er macht sich mit einer Reihe von intergalaktischen Reisenden auf, um die Geheimnisse zwischen oder hinter der Zerstörung der Erde aufzudecken. Das Universum ist ein sehr rätselhafter Raum. Es gibt paranoide Roboter, es gibt Maschinen, die können jedes Getränk herstellen, bis auf eine gescheite Tasse Tee. Und um dieses Universum besser zu verstehen, bekommt er den sogenannten Hitchhiker's Guide to the Galaxy geschenkt. Deswegen stehen die Worte Don't Panic drauf. Ne? Also, der bietet für jede Situation und über jedes Thema im bekannten Universum ein paar kluge Worte. Gut, warum erzähle ich Ihnen das alles? Wenn man am Anfang von einer Forschungsarbeit steht, zum Beispiel am Anfang der Dissertation, oder man beginnt mit einem interdisziplinären Forschungsprojekt, dann kann man sich sehr ähnlich fühlen wie der Arthur. Man sieht sich einer fremden Welt gegenüber, unterschiedliche Begrifflichkeiten, komische Paradigmen, gewisse Annahmen, die die Leute treffen. Und im Gegensatz zu Arthur haben wir den Nachteil, dass das Wissen über diese Forschungsbereiche nicht in einem handlichen Guide zusammengefasst sind, sondern über Millionen von Forschungsartikeln verstreut sind. Wenn Sie sich zum Beispiel in das Gebiet Education and Technology einlesen wollen, dann spuckt Ihnen die Geographie-Literatursuche dafür über 500.000 Artikel und Bücher aus.
dieses Gefühl des Information Overloads ist kein zeitgenössisches, wie man vielleicht an diesem Zitat erkennen kann. Es lautet one of the diseases of this age is the multiplicity of books. They do so overcharge the world that it is not able to digest the abundance of idle matter that is everyday hatched brought forth into the world. Es erkennt vielleicht am Englisch, dass es kein zeitgenössischer Ausspruch ist. Es darf auch nicht in einem Tweet, ich glaube 70 Zeichen zu viel, muss es aber auch gar nicht. Die Aussage wurde nämlich gut 400 Jahre gedreht, bevor Twitter erfunden wurde. Und dieses Gefühl des Information Overloads, die lässt sich auch in Zahlen gießen. Price hat Anfang der 60er Jahre bereits gezeigt, dass die Wissenschaft in allen wichtigen Faktoren seit Anbeginn der modernen Wissenschaft exponentiell wächst. Das ist vielleicht sein bekanntester Graph, wenn man die Entwicklung der wissenschaftlichen Journals sieht. Von dem ersten Ende des 17. Jahrhunderts bis zu den 60er Jahren, wo er die Studie durchgeführt hat, auf einer logarithmischen Skala aufgetragen, sieht man hier exponentielles Wachstum. Bei den Zeitschriften hat sich dieser Trend nicht fortgesetzt, also wir haben heute keine Million Journals, aber im Bereich der Papers und auch im Bereich der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen wir in aufstrebenden Bereichen nach wie vor exponentielles Wachstum. Die Wissenschaft hat einige Instrumente erfunden, um mit diesem Information Overload umzugehen. Zeitschriften sind eines. Die ersten Zeitschriften, die haben überhaupt nur Extracts von Büchern publiziert. Der originäre Forschungsartikel ist erst später gekommen. Und vor den Online-Publikationsarchiven gab es dann auch sowas wie Abstract Journals. Die haben nur Extracts von anderen Journals publiziert. Auf der anderen Seite gibt es auch das Peer Review, mit dem man versucht, unwissenschaftliche Artikel aus dem Kanon der Wissenschaft fernzuhalten. Und zu guter Letzt gibt es was, das nennt sich Scientometrie. Und bei Scientometrie handelt es sich um die quantitative Analyse von Wissenschaft. So richtig losgegangen ist es mit der Scientometrie mit diesem netten Herrn hier oben, das ist der Eugene Garfield. Und der hat im Jahr 1955 den Science Citation Index ins Leben gerufen. Sie kennen es heute unter dem Begriff Web of Science oder Web of Knowledge. Und die Idee hinter dem Science Citation Index war es, die sogenannten Incoming Citations zu protokollieren. Sie kennen alle die Outgoing Citations, also Dokument A zitiert mehrere Dokumente, in diesem Beispiel die B bis E, die sind die sogenannten Outgoing Citations. Die kann man bei der Publikation eines Werkes bereits erfassen. Was man da nicht erfassen kann, sind die sogenannten Incoming Citations, also die Werke, die in der Zukunft dieses Werk zitieren werden. Ja, und so einen Index hat der Herr Garfield gebaut, mit der Hilfe von sehr vielen Indexiererinnen und Indexierern. Und was man damit machen kann, hat er auch gezeigt. Hier im Jahr 1964 hat er die geschichtliche Entwicklung der Genetik aufgezeigt. Und das Ganze ist ein Zitationsnetzwerk, die Knotenpunkte sind wichtige Papers. Es ist chronologisch geordnet, von unten nach oben. Wir haben hier unten die Pionierinnen und Pioniere, Mendel mit der Vererbungslehre, Fleming mit der Zytogenetik. Dann geht es weiter 1953, Watson und Crick, das DNA-Modell. Und bis Anfang der 60er Jahre, als der genetische Code entschlüsselt wurde. Und mit so einem Zitationsnetzwerk kann man sehr schön die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Werken visualisieren. Man kann auch das Amazon-Prinzip auf Zitationen anwenden. Also wenn Sie auf Amazon shoppen, dann bekommen Sie immer viele Bücher vorgeschlagen, die gemeinsam mit dem Werk, das Sie gerade betrachten, gekauft werden. Die Spezialisten kennen das unter Collaborative Filtering. Und wenn man das auf Zitationen anwendet, also beispielsweise jene Dokumente, die oft gemeinsam zitiert werden, betrachtet, dann kann man das auch für Visualisierungen verwenden. Man geht davon aus, dass Dokumente, die oft gemeinsam zitiert werden, thematisch sich ähnlich sind und damit kann man dann eine Visualisierung basteln, angewandt auf ein
einem Live-Beispiel. Das sind die wichtigsten Autoren in der Informationswissenschaft. Diese wurden auf Basis eines Kozitationsnetzwerkes hier gemappt. Die einzelnen Farben sind dann Unterbereiche der Informationswissenschaft, die über einen Clustering-Algorithmus bestimmt wurden. Und es ist eine schöne Möglichkeit, um so die wichtigsten Köpfe in einem Feld zu mappen und als Neuankömmling quasi in dem Feld auch so ein bisschen einen Überblick zu bekommen, was könnte man denn lesen, wenn man sich für einen Unterbereich interessiert. Ja, das sind alles sehr schöne Beispiele, warum Sie den Science Citation Index wahrscheinlich kennen. Das liegt am Impact Factor. Hat wer von Ihnen kennt den Impact Factor? Ja, okay, das sind im Grunde genommen alle. Der Impact Factor ist ein Maß, um die relative Wichtigkeit eines Journals zu bestimmen. Thomson Reuters publiziert den in den sogenannten Science Citation, Journal Citation Reports. Hier können Sie eine Kategorie auswählen und dann diese Journals, Sie bekommen dann die Journals gerankt nach dem Impact Factor. Und was viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen, ist, dass sie diese Liste durchgehen, wenn sie gerne einen Artikel unterbringen wollen, beginnen sie ganz oben bei 1, dann ist der höchste Impact Factor, wenn es dort abgelehnt wird, geht man zum zweiten und so weiter. Man sieht also, der Impact Factor hat einen großen Einfluss. Und wenn Sie jetzt selbst, nehmen wir an, Sie sind Herausgeberin, Herausgeber des Journals X, ja, Sie würden gerne wissen, was ist mein Impact Factor im Jahr 2015, dann müssen Sie im Grunde genommen zwei Dinge wissen. Zum einen die Anzahl der Artikel, die Sie 2013 und 2014 publiziert haben, die kommen in den Nenner. Und dann müssen Sie wissen, wie oft wurden diese Artikel aus 2013 und 2014 in 2015 zitiert. Und das kommt in den Zehner. Und damit erhalten Sie einen Impact Factor. Vielleicht als Beispiel, nehmen wir an, Sie hätten in diesen beiden Jahren sechs Papers publiziert, dann wäre Impact Factor 15,5. So, Journals sind natürlich auch immer in Konkurrenz zueinander. Nehmen wir an, es gäbe das Journal Y, das wäre ihr größter Konkurrent, und es hat ebenfalls sechs Papers publiziert und hat ein bisschen eine andere Verteilung an Zitationen als Sie. Ja, die haben ein Blockbuster-Paper quasi und der Rest ist unter ferner Liefen. Das Spannende an diesem Beispiel ist, dass das Journal Y einen höheren Impact Factor hat, nämlich in diesem Fall wäre es 18 und wäre damit auch vor Ihnen gerankt. Die Kenner wissen natürlich, der Mittelwert ist kein robustes statistisches Maß, ja, ist vor allem bei solchen Ausreißern sehr schwierig zu handeln, und das sieht man auch gut am Median, weil beim Median, da hätten Sie ganz klar gewonnen als Herausgeber des Journal X. Man sieht hier die Verteilungen, und das Interessante ist, in der Scientometrie sehen wir nie oder sehr selten Verteilungen beim Journal X. Eine Verteilung wie beim Journal Y. Das heißt, wir haben Potenzgesetz, Sie kennen es auch vielleicht auch unter der 80-20-Regel, bei der Wissenschaft wir eher 90-10 haben, also 10% der Papers bekommen 90% des Ruhms und der Rest ist in einem großen Long-Tail. Ja, wir sehen, der Impact Factor ist nicht ideal. Es gibt gewisse Anstrengungen, um ihn besser zu machen. Es wird zum Beispiel versucht, eben robustere Maße zu nehmen, zumindest gewisse Varianzintervalle anzugeben. Es gibt viele Abwandlungen des Impact Factors. Es gibt aber auch eine Kritik an diesen zitationsbasierten Metriken, die lässt sich nicht so leicht aus der Welt schaffen. Nämlich Zitationen brauchen sehr lange, bis sie auftreten. Ne? Sie müssen zuerst ein Werk publizieren und dann gibt es einen weiteren Publikationszyklus, bevor überhaupt eine Zitation erscheinen kann. Das heißt, jede Analyse, die auf Incoming Citations beruht, ist eigentlich so ein bisschen wie ein Beginnstern. Ne? Sie sehen das aus einer fernen Vergangenheit. Dann haben wir das Problem, jedes Mal, wenn Sie diese Zitationen bestimmen, sind Sie sehr stark vom Korpus abhängig. Wenn Sie jetzt das Journal X herausgeben,
und sie werden sehr oft von Publikationen zitiert, die nicht in dem Science Citation Index vorkommen, dann haben sie Pech gehabt, weil diese werden schlicht und ergreifend nicht erfasst. Ja, dann haben wir ein Problem, das liegt ein bisschen bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, es werden hauptsächlich Paper zitiert. Das heißt, alles andere, was wir in unserer Arbeit so zutage fördern, Daten, Source Code, Multimedia Files, was auch immer, wird kaum bis selten zitiert und kann daher auch nicht bewertet werden. Ja, und dann hat sich gezeigt, dass zitationsbasierte Metriken oft intransparent und ihre produzierbar sind. Der Impact Factor, da wird zwar der Algorithmus publiziert, die Daten dahinter, allerdings gibt Thomson Reuters nicht heraus. Ne? Also es haben auch Herausgeber schon versucht, diese Daten von Thomson Reuters zu kaufen und die haben das aber abgelehnt. Ne? Man munkelt, sie hätten selber das Problem, wieder rauszufinden, welche Datensätze da eigentlich im Spiel waren. Ja, und so wie ein frischer Wind heute durch Wien bläst, war es auch Anfang Mitte der 2000er Jahre in der Matrix-Szene, da hat sich das nämlich ein bisschen aufgelöst. Ja, man hat sich fast 60 Jahre lang ausschließlich mit Situationen beschäftigt und in der Zwischenzeit hat sich aber die Welt weitergedreht und es sind ein paar Dinge passiert. Zum einen sind die technischen Möglichkeiten entstanden und Open Science ist passiert, das heißt, wir haben heute die Möglichkeit, wesentlich mehr Dinge offen zur Verfügung zu stellen, angefangen von Grafiken über Datensätze, Poster, Source Code und so weiter. Und zum anderen gibt es sehr, sehr viele Online-Services, die mittlerweile sehr bereitwillig auch von der wissenschaftlichen Community genutzt werden. Angefangen von Preprint-Archiven wie archive.org oder SSRN, Online-Referenzmanagementsysteme wie Mendeley oder Zotero oder auch soziale Netzwerke wie ResearchGate, Twitter oder academia.edu. Ja, und bei Metrics handelt es sich jetzt grundsätzlich einfach mal um Metriken, die genau in diesen Online-Systemen generiert werden. Also wir reden hier über Usage-Data, Downloads, Views, Readership. Wir können feststellen, wo wissenschaftliche Publikationen überall verlinkt werden, beispielsweise in Wikipedia. Wir können uns anschauen, wie oft werden diese Artikel auf Facebook geliked, wie oft werden sie auf Twitter geshared. Und wir können auch Kommentare quantifizieren, indem wir uns anschauen, wie oft wurden die geblockt oder auf diversen Wissenschaftsseiten kommentiert. Und dadurch ergibt sich die Möglichkeit, ich finde Rawlins und Nicholas haben das sehr schön definiert, man kann dadurch die Wissenschaft auch aus der Sicht der Leserinnen und Leser sehen, nicht nur aus der Sicht der Autorinnen und Autoren. Und von Augmetrics hat man sich jetzt erwartet, dass man damit Publikationen wesentlich schneller evaluieren kann und dass man eben wesentlich mehr Indikatoren als bloß nur Zitationen zur Verfügung hat. Und zusätzlich ergibt sich die Möglichkeit, dass wir eben alle Outputs damit bewerten können, nicht nur Papers. Gut, wie jede anständige Bewegung hat auch die Altmetrics-Bewegung ein Grundsatzdokument, in dem Fall ist es das Altmetrics Manifesto. Es hat letztes Jahr sein 5-jähriges Jubiläum gefeiert. Es ist also auch nicht mehr eine ganz neue Bewegung, aber zumindest relativ jung. Ja, wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Vielleicht schauen wir uns das gleich direkt am Beispiel an. Sie haben natürlich alle schon die Recommendations for the Transition to Open Access in Österreich gelesen. Es wurde auf Zenodo publiziert vom Open Access Network Austria. Und da gibt es da rechts ein Kästchen. Na, und das zeigt an, wo dieses Dokument schon überall getrackt wurde oder verwendet wurde. Also es wurde zum Beispiel von zwei Blogs, geblockt, unter anderem in Japan und in Italien. Und Sie können auch ein bisschen den Kontext anschauen. Okay, jetzt bräuchte man das Internet. Sie können sich auch den Kontext, zum Beispiel der Open
146 Tweets anschaut. Und hier ist ganz interessant, dass die Hauptzahl von Tweets in UK abgesetzt wurden und nicht in Österreich. Das heißt, hier kann man sehr schön sehen, dass dieses Papier auch außerhalb Österreichs relativ hohe Wellen geschlagen hat. Ja, wenn man jetzt nicht nur einzelne Papers bewerten möchte, sondern vielleicht das Gesamtwerk eines Wissenschaftlers, dann bieten Altmetrics auch Möglichkeiten. In diesem Fall ist es das Tool Impact Story und die aggregieren einfach alle Zahlen, die es so zu ihren Werken gibt im Web und gießen das dann auch nochmal in einen kontextuellen Gesamtrahmen. Das heißt, hier haben wir den Karl Böttiger und dessen Paper wurde viele neunmal auf Twitter geteilt. Das ist die Frage, was bedeutet das? Und man sieht hier, es ist mehr als 87% aller anderen Papers, die auf Impact Story in diesem Jahr getrackt wurden. Das heißt, hier kann man davon ausgehen, dass es doch im Vergleich sehr oft betrachtet wurde. Ja, wenn man jetzt das Amazon-Prinzip auf Altmetrics anwendet, dann ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. In sozialen Referenzmanagementsystemen beispielsweise haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Paper in einer privaten Library zu speichern und dann anderen zu zeigen. Und an dieser Stelle wissen wir dann, wie oft zwei Papers gemeinsam gelesen werden. Und das kann man dann auch für eine Visualisierung verwenden. Dieses Prinzip, das habe ich in meiner Dissertation mal ausprobiert und das Ergebnis ist dann diese Visualisierung. Die blauen Blasen entsprechen hier Unterthemen im Bereich Educational Technology. Also es handelt sich hier um die meistgelesenen Paper im Bereich Educational Technology auf Mendeley. Und Sie können dann in die einzelnen Teilbereiche hinunterzoomen und dann von einzelnen Papers die Metadaten anschauen und wenn das Internet funktionieren würde, dann würde man sehen, dass man hier auch direkt auf das Open Access Paper zugreifen kann. Also es ist eine Möglichkeit, um die eigene Literaturrecherche in einem einzigen Interface durchzuführen. Ja, wenn Sie das jetzt noch weiter spinnen, dann können Sie sich auch die Evolution einer Wissensdomäne anschauen. Wir haben es gemacht für die UMAP-Konferenz. Haben wir uns angeschaut, wie hat die Domäne 2011 und wie hat sie 2012 ausgeschaut. Und hier sieht man, dass der Unterbereich User Modeling von einem auf das andere Jahr sehr viel kleiner wird und auch eher an den Rand der Wissensdomäne rückt. Und das kann durchaus ein interessanter Hinweis zu sein, um mal zu schauen, ja, was passiert hier eigentlich? Nimmt dieses Thema tatsächlich ab in der Wichtigkeit oder hat es sich in andere Themen aufgespalten? Ja, und insgesamt sehen wir ein Open Digital Science System, das sich langsam beginnt zu entwickeln. Wir haben offene bibliografische Daten, zum Beispiel über Archive, aber auch Bibliotheken publizieren hier bereits einiges. Es gibt bibliometrische Daten, zum Beispiel über Mendeley oder Crossref. Auch Volltexte werden immer mehr unter offenen Lizenzen publiziert, zum Beispiel über PLOS oder Public Central. Hier haben wir sicher noch den höchsten Aufholbedarf. Und letztlich sehen wir auch Open Source Software, mit der diese Datenquellen angesprochen werden und weiterverarbeitet werden können. Gut. Wie jede Metrik haben auch Altmetrics so ihre Tücken und eine sieht man hier sehr schön, das ist das Paper Privatization of the Scottish NHS, also NHS ist das britische, die britische öffentliche Gesundheitsversicherung und das Paper hat wirklich sehr viel Aufsehen auf Twitter und auch auf Facebook, also Twitter ist das hellblaue und Facebook das dunkelblaue erzeugt. Ist auch in einem renommierten medizinischen Journal erschienen, nämlich der Lancet. Und ja, jetzt ist die Frage, warum? Und die Rätsel Lösung. Wir
befindet sich im Wort Independence. Das ist nämlich vor dem Scottish Vote for Independence erschienen und hat sich für die Abspaltung Schottlands ausgesprochen, weil dann das Gesundheitssystem offensichtlich der Meinung der Autoren nach besser entwickelt werden würde. Und viele Befürworter der Yes-Kampagne haben das dann in weiterer Folge eben getweetet und auf Facebook geteilt. Das heißt, man muss bei Augmetrics immer genau schauen, was ist denn eigentlich der Kontext von der Zahl, die ich jetzt hier sehe. Und in dem Fall ist es wohl eher ein gesellschaftlicher Impact als tatsächlich ein wissenschaftlicher Impact. Das heißt nicht, dass das Paper nicht wissenschaftlich auch gut sein soll, gut sein kann, aber das kann man aus dieser Zahl zumindest nicht ableiten in diesem Kontext. Ja, was man alles falsch machen kann, wenn man eine Metrik definiert, das zeigt der ResearchGate Score. ResearchGate kennen Sie vielleicht. Wer hat ein ResearchGate-Profil? Ja, also das ist das Tool, das Ihnen immer diese ganz vielen E-Mails schickt. Die haben dann 2012 auch einen Score eingeführt, der jedem Profil zugeordnet wird. Leider weiß man über diesen Score nicht sehr viel als das, was Sie auf dieser Folie sehen. Das heißt, es ist weder der Algorithmus publiziert, noch kann man die Daten einsehen. Interessanterweise ändert sich dieser Score immer über die Zeit. Also Sie sehen hier meinen Score von 2012 bis 2015. Hat mal ganz gut angefangen mit 4,76. Dann hat meine Reputation wohl irgendwie Probleme bekommen, denn es sank auf 0,02. Und ich habe in dem Zeitraum geschwört, ich habe nichts gemacht auf der Plattform. Hier wurde einfach der Algorithmus geändert, ohne das für andere nachvollziehbar zu machen. Und das ist natürlich ganz schwierig, weil dadurch die Vergleichbarkeit über die Zeit komplett wegfällt. Ja, und damit bin ich auch schon beim Ende. Ich möchte Sie entlassen mit ein paar Prinzipien, wie man doch sinnvolle Metriken definieren könnte. Diane Hicks und ihre Kolleginnen haben sich da letztes Jahr ein bisschen Gedanken gemacht und das sogenannte Leiden-Manifest publiziert. Und sie beginnen mit einer sehr wichtigen, mit einem sehr wichtigen Prinzip, nämlich dass quantitative Evaluierung stets von qualitativer Evaluierung und Expertenmeinung begleitet werden sollte. Also wir haben es bei diesem Scottish NHS-Paper gesehen, es ist sehr wichtig, den Kontext zu festzulegen und hier auch entsprechendes in den Kontext des jeweiligen Evaluierungsziels zu setzen. Des Weiteren sollte die Datensammlung und auch die analytischen Prozesse offen sein, transparent und simpel gestaltet, sodass diejenigen, die hier evaluiert werden, auch tatsächlich die Chance haben, das im Nachhinein nachzuvollziehen. Also ich kann an meinen ResearchGate-Score wirklich nur sehr bedingt nachvollziehen und das ist schwierig, weil klar, momentan spielt es überhaupt keine Rolle, niemand verwendet tatsächlich diesen Score. Wenn wir aber zum Beispiel in Richtung Entwicklungs- und Schwellenländer schauen, da wird dieser Score ja tatsächlich auch schon in Betracht gezogen. Ja, und letztendlich, wenn man eine Metrik definiert, dann sollte man sich immer dessen bewusst sein, welche systemischen Auswirkungen sie hat. Eine Messgröße wird sehr schnell zur Zielgröße und so ist es meistens besser, eher mehrere Indikatoren zu verwenden und diese über die Zeit auch immer wieder zu evaluieren und nach Möglichkeit abzudaten. Ja, ein kurzer Blick auf weiterführende Literatur, dann darf ich Sie ganz zum Abschluss noch zur einen Konferenz einladen. Diese findet jedes Jahr in Graz statt, dieses Jahr von 18. bis 19. Oktober. Es wird wieder einen Track zu Science 2.0 und Open Science geben. Der Call for Papers ist noch nicht ganz draußen, aber die Submission Deadline steht zumindest schon fest, die können Sie sich notieren, das ist nämlich am 2. Mai 2016. Ja, und damit sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ich hoffe, ich bin einigermaßen in der Zeit geblieben und ich freue mich auf Ihre Fragen. Ja, gibt es Fragen? Dankeschön. Ich hatte dann ausgeben und heißt hier Austria. Du hast ja gesagt, immer wenn man Metriken definiert, gibt es auch Probleme. Und sobald ich so eine letzte Zahl da stehen habe, steht das Ranking irgendwie auch irgendwie schon vor der Haustür. Und das hat angefangen an zu ranken und
Lead Paper, also nicht mehr der Kontext berücksichtigt wird, bitte zahlen Sie auch die Gefahren, dass eben genau das, was gefordert wird, dass der Kontext nicht berücksichtigt wird und wir dann ja ein neues Regel haben, was genauso schlecht ist wie das, was wir jetzt schon haben. Ja, absolut. Also ich sage immer, wenn wir am Ende von Altmetrics mit einer anderen Zahl dastehen, ja, als der Impact Factor, das ist nur eine Zahl, dann haben wir komplett versagt. Ja. Ich glaube, das einzige Gegenmittel ist, dass wir Wissenschaft nicht mehr als Buzzfeed sehen. Ja. Also wir können einfach nicht die Top 10 Papers aller Zeiten ranken. Ja. Davon müssen wir uns einfach verabschieden und da müssen wir uns alle selbst in die Nase fassen, weil ich habe mich schon oft dabei ertappt, mal diese Rankings reinzuschauen und dann irgendwie danach zu handeln. Also die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass wir wirklich Evaluierungssysteme bauen, die verschiedene Blickwinkel auf das einzelne Paper zulassen und in großer Möglichkeit diese Zahlen wie diesen Altmetric Donut oder den Impact Factor vermeiden. Siegfried von der STP, nur eine kurze Anmerkung dazu, weil Altmetric.org auch in der Präsentation drin war, hat ja durchaus auch andere Visualisierungen. Nur wenn wir uns anschauen von Institutionen und Einzelpersonen, die die Visualisierung übernehmen, ist es komischerweise immer der Donut mit der Zahl, der genommen wird. Ist vielleicht ein Sinn, zu einem tiefgehend, bei dem Menschen wissen, welche Visualisierung es tatsächlich gibt, aber irgendwie, wie ist das bezeichnet? Wir haben nur gesehen von Rankings, die haben wir uns selber ranken lassen. Absolut, ja. Also ich glaube, die Popularität des Donuts hängt auch damit zusammen, der fährt direkt ins Stadion, ne? Also löst dort eine Reaktion aus. Ich glaube, deswegen wird er auch so gerne von der Firma Altmetric verwendet. Das macht, glaube ich, durchaus Sinn für Sie. Ja. Aber da gebe ich absolut recht, wir müssen von diesen Rankings wegkommen. Sehr gut, schon zu viel, das schon mein Problem mit diesen ganzen Indizes ist, wenn auf wissenschaftliche Citations weggeführt wird, dass diese Zitierungen einen inhärenten Bias haben. Also Menschen zitieren sich ständig gegenseitig und es gibt inzwischen Studien, die belegen, dass etwas stimmt zu dem Thema und ein Mann auch etwas stimmt zu dem Thema zu kommen, weil es selber eben zu dem Mann zitiert oder das ein Gender-Bias hat. Keine Frage. Ja, na, definitiv. Also die Verzerrungen jeder Natur sind in diesen Dingen immer drinnen. Ne? Sogar diese Visualisierung ist verzerrt. Nämlich aus dem Grund, dass auf Mendeley im Bereich Education Technology vor allem Leute aus der Pädagogik unterwegs sind und sehr wenig Informatiker. Deswegen fehlen hier zum Beispiel informatische Teilbereiche. Das heißt, wir müssen uns immer dessen bewusst sein, dass diese Zahlen in einem sozialen Zusammenhang entstehen. Ne? Genauso wie Wissenschaft im sozialen Zusammenhang entsteht und da es auch sehr viele soziologische Studien gibt, die zeigen, dass eher soziale Wissenskonstruktion zugange ist. Das heißt, und da spielt wieder der Kontext eine ganz wichtige Rolle. Ne? Wenn ich das weiß, dass das grundsätzlich von Pädagogen abhängig ist, dann werden mich die Ergebnisse weniger überraschen oder ich kann sie besser interpretieren, als wenn ich das nicht weiß. Also, ich hätte eine Frage bezüglich Transparenz und Offenheit. Das ist natürlich ein schönes Ziel, aber korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, weil wenn Mendeley zum Beispiel oder andere Touristen vorgestellt haben, sind Sie nicht in dem Sinne, dass ich jetzt nach Hause gehen kann und alle anderen fragen. Gibt es, oder welche Tools gibt es, die tatsächlich so offen sind, dass ich 100% nachvollziehen kann? Ja, ich glaube, Sie müssen noch mal kurz spezifizieren, dass Sie mit 100% Nachvollziehbarkeit meinen. Also, ich würde mir im Idealfall wünschen, dass ich von einer Webseite oder einem Tool den Source Code und die komplette Datenbank quasi Dokumentation wieder papierweise auch runterladen kann, dass ich dann Analyse machen kann, wenn ich möchte. Gibt es sowas? Ja, also es gibt unterschiedliche Abstufungen davon. Ne?
Sie laufen natürlich zum nächsten Mal bei Systemen wie Mendeley auch wieder ein Privacy-Problem, wo die grundsätzlich versprechen, dass niemand weiß, was in meiner privaten Bibliothek steht. Ne? Also diese Daten werden Sie nur bekommen. Ne? Was Sie von Mendeley allerdings bekommen, sind aggregierte Zahlen. Ne? Sie können Ihnen sagen, wie viele Personen haben das in Ihrer Bibliothek, wo kommen die ungefähr her, aus welchen Bereichen sind sie. Das heißt, wenn da ein gewisser Readership-Threshold erreicht ist, dann werden diese statistischen Auswertungen wiedergegeben. Ne? Sehr viel bekommen Sie auch bei der Plus API, bei Alice, die eben für Ihre Papers auch das gesamte Web crawlen und diverse Metriken dazu zur Verfügung stellen. Aber Sie haben schon recht, ne? Also es gibt, sobald ein Unternehmen im Spiel ist, gibt es immer ein gewisses Business Interest. Ne? Und der endet dann dort, wo tatsächlich das Geld gemacht wird. Okay, ja, vielen Dank, Peter Gacker. Als zweiten darf ich mal Paolo Butroni vorstellen. Er wird uns zeigen, wie also auf einer praktischen Ebene also Data Management Plans erklären, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, um Open Data in der Wissenschaft zu betreiben, und dahingehend das ein paar praktische Erfahrungsberichte von dir. Und Paolo hat einen Abschluss in Philosophie und European Studies und arbeitet jetzt an der Uni Wien im Infrastructure-Projekt und ist auch Abteilungsleiter von VAIDRA. Bitte sehr. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Es gibt eine Vereinigung europäischer Universitäten, das nennt sich League of European Research Universities. Keine einzige österreichische Universität ist leider dabei. Wir bemühen uns, dauernd dabei zu sein, ich spreche jetzt von der Uni Wien. Bis jetzt ist es uns nicht gelungen, man kommt nur auf Basis einer Einladung dazu. LEGO verfasst regelmäßig Berichte, verfasst Empfehlungen, und ich hätte gerne heute meinen Vortrag damit begonnen, um darüber nachzudenken, worum es dabei geht, wenn man von Open Science, Open Data, dann später auch Open Access, mit diesem Argument weiterzuführen zum Thema, was sind wesentliche Bestandteile an so einer Politik, die man an jeder Universität einführen sollte, damit man vielleicht irgendwann mal von Leo eingeladen wird. Die Leo Roadmap, die vor gar nicht so langer Zeit herausgegeben wurde, die sagt unter anderem, was nach Meinung von Leo Research Data sein soll. Später dann, ein paar Monate später, kam auch eine Roadmap heraus, die empfiehlt, wie man mit diesen Daten umgehen sollte, damit man eine Policy aufstellen kann. Das ist hier zum Nachlesen. Ich will gar nicht in die Definition hineingehen, aber ich möchte zeigen, was ich aus der Definition genau herauslesen kann. Wir haben an jeder Universität, in jeder Forschungseinrichtung eine riesige Wolke an Daten. Und damit gemeint sind sämtliche Daten. Man spricht oft auf Deutsch über Forschungsdaten, man könnte auch sagen Daten aus der Forschung. Damit ist auch die forschungsgeleitete Lehre damit inbegriffen. Und diese Daten fallen auch unter den Bereich, terminologisch gesehen, unter Rohdaten. Ein Teil dieser Daten, zum Beispiel bei der Ebola-Forschung, bei der Krankheit, führt, wenn man sie untersucht und verwendet, zu sogenannten Negative Results. Das heißt, in Wissenschaftler versucht man eine Impfung für die Ebola oder gegen Ebola zu finden, kommen immer wieder auf Negative Results. Ja? Diese Daten verschwinden, auf die haben wir keinen Zugriff. Oder es gibt inconclusive Results. Riesige Datenmengen, die scheinbar zu nichts führen. Ich habe ein Ergebnis, aber ich weiß nichts damit anzufangen. Ja. Hinter diesen zwei rosa Wolken stehen Prozesse, die dazu geführt haben, diese Daten herzustellen.
auch die werden nicht oder sind irgendwo ersichtlich. Kein einziges Repository, das ich kenne hier in Österreich, hat nicht einmal eine leiseste Ahnung, wo diese Daten verschwunden sind. Ja? Aber sie werden alle finanziert, diese Daten. Ja? Und ein Teil dieser Daten führt dann zu Positive Results. Und ein Teil dieser Positive Results wird dann geteilt in der Community oder keine Ahnung mit wem. In Wirklichkeit werden sie nicht geteilt, aber das ist die andere. Aber man sagt, es gibt sogenannte Shared Data und ein kleiner Teil davon wird dann freigegeben, Released Data. Und dann gibt es Published Data. Das sind die Positive Results, die zu einer Publikation geführt haben. Alles andere, was dahinter war, ist dahinter vergessen. Und ein ganz kleiner Teil davon ist Open Access Published. Ja. Sämtliche Bemühungen, die wir in den letzten Jahren, sämtliche Ressourcen, alles, was wir gemacht haben in den letzten Jahren, war eigentlich fokussiert auf diese kleine gelbe Kugel. Ich hoffe, dass ich dann Fragen bekomme zu dieser Folie. Aber was bedeutet das für Open Science und Open Data? Zuerst einmal muss ich mir bewusst werden, dass die Regelung und die, nicht nur die Regelung, sondern auch die Sicherung des Rechtsraumes wichtig ist, damit ich überhaupt an Daten herantreten kann, wenn sie mir nicht gehören. Ja? Open Access ist eine Möglichkeit dazu, aber was passiert mit den Daten selber? Open Access ist meistens, da geht es um PDFs meistens, ja? Da geht es um eine Publikation, aber die Daten dahinter, ja? Die Sicherung des legalen und des rechtlichen Rahmens ist sehr, sehr wichtig und das sollte von Anfang an bei der Produktion der Daten berücksichtigt werden. Also ich fasse zusammen, ich habe Schichten von Data, ich teile diese Welt der Daten in Open Data, in Restricted Data, in Published Data und ich komme jetzt zu einem anderen Argument, nämlich zu dieser Publikation, die wir vor ein paar Wochen herausgegeben haben. Wir, das ist Infrastructures Austria. Das ist ein Verbund von anfangs 25, heute 26 Institutionen in Österreich, darunter sämtliche Universitäten, zwei sehr aktive außeruniversitäre Einrichtungen. Die Kollegin Nowowski ist da, ist Vertreter dieser Einrichtungen in Niederösterreich, die zweite das Austrian Institute for Technology. Dann also sämtliche Universitäten wie auch die Nationalbibliothek und die Arbeiterkammer. Und wir haben im Vorjahr, im Februar, eine große Umfrage gestartet. Wir wollten wissen, was verlangen, was möchten die Produzenten von Daten haben, damit sie bei ihrer Arbeit unterstützt werden. Das ist natürlich auch online. Es sind 108 Seiten. Ich werde jetzt innerhalb von 5 Minuten 108 Seiten mal zeigen, was da herauskommt. Ja. Zuerst einmal eine kleine Cloud. Wir haben gesehen, Technical Support und Legal Questions, das sind die zwei wesentlichen Punkte, die genannt werden, immer wieder. Zweitens, die Wissenschaftler haben ist zu viel Administration bei der ganzen Sache. Gut, das ist das Ergebnis eines freien Feldes. Wenn wir jetzt durch die Umfrage gehen, dann merke ich, dass ein großer Wunsch ist, einen neuen Ökosystem an Dienstleistungen mal an den Universitäten oder an den Forschungseinrichtungen einzuleiten. Und an dritter Stelle haben wir schon das Thema mit der rechtlichen, die Klärung von rechtlichen Fragen. Gleichzeitig 60% wünschen sich einen besseren Support in technischen Fragen. Man erwartet auch eine gemeinsame strategische Vision. Dahinter stehen natürlich Leute, Personen, die diese, und diese Leute sind meistens die Rektoren, die Führungskräfte, Dekane, aber ich denke, wir sollten mal noch vielleicht ab und zu Druck machen und sagen, wir brauchen Policies, wir brauchen bessere Guidelines. Interessanterweise haben wir auch gesehen, dass die meisten mit Textfiles arbeiten und mit Grafiken, aber nachher, wenn ich genau das da hinschaue, dann merke ich, dass über ein Viertel der Daten in Databases erfasst und verarbeitet werden und fast ein Viertel dieser Daten auf Source Code sich beziehen, also hier in Österreich. Ja. Das Thema Big Data ist kein Thema.
Man redet oft darüber, aber in Wirklichkeit sind Big Data kein Thema. Das Thema, das es eigentlich geht, ist eigentlich die große Verteilung kleinerer Datenmengen auf unglaublich vielen Servern, einzelnen Computern mit einem Durchschnitt von 50 GB Größe. Das ist die österreichische Forschungslandschaft. Diese Daten decken sich aber im europäischen Kontext. Es gibt nämlich eine Umfrage, die vor 5 Jahren gestartet wurde, die, deren Ergebnisse fast deckungsgleich sind mit denen, die wir voriges Jahr erhoben haben. Also Big Data sind eigentlich im Alltag kein Thema, sondern die vielen kleinen Mengen an Daten. Die meisten sagen, ja, wir hätten gerne eine Nachnutzung. Wenn wir aber fragen, und tun Sie das? Ja, sicher, wir machen das, 80% fast. Keiner von diesen, also nicht keiner, ungefähr die Hälfte von diesen 80 sagt, wir verwenden Agreements, um diese Daten zu scheren. Das ist ein bisschen ein Widerspruch, das passt nicht. Wenn man da weiter nachfragt, dann kommt man darauf, dass man eigentlich Angst hat, die Daten zu verteilen, weiterzugeben, dass man eigentlich da eine Datensicherung. Da komme ich wieder zu den rechtlichen Fragen zurück. Ja. Wem geben wir die Daten weiter? Das war die Frage. Und man antwortet oft ja auf Nachfrage, 57%. Ja. Und das Thema Open Access ist wieder bei 11% ein Thema. Ja. Die restlichen 90%, oder von 89%, dieses nicht wirklich ein Thema. Ja. Also da muss etwas geschehen, wenn man sich des Themas annehmen möchte. Die Daten werden meistens via E-Mail ausgeteilt, verteilt. Also dann müsste man sich fragen, was passiert mit den ganzen Repositories, die wir aufbauen, wird die Daten via E-Mail verteilt werden, oder mit USB-Sticks, ja, das macht 54% der Befragten. Das ist auch aufgrund der geringen Datenmenge, muss man auch dazu sagen, 50 GB im Durchschnitt. Aber wir möchten Open Access machen, wir möchten Open Access Repositories und man teilt die Daten aber überall via E-Mail weiter. Ja, genau. Also die Repositorien sind wichtig nur bei 14% der Befragten. Ja. 43% der Daten bleiben an der Institution, 36% gehen weiter, wenn jemand umzieht oder woanders berufen wird oder woanders arbeitet, 5% der Daten werden gelöscht. Ich glaube, da gibt es Handlungsbedarf. Ja? Schauen wir uns kurz einen Workflow, wie ausschauen könnte. Wir haben auf der einen Seite die Datenproduzenten, auf der linken Seite dargestellt. Alle produzieren Daten unterschiedlicher Art und Natur. Man bereitet sie für den Ingest vor und dann landen diese Daten bestenfalls in einige Systeme. Ich habe eins davon herausgenommen, Repositorium, aber es gibt viele Systeme, wo sie landen könnten. Auf jeden Fall, das ist dieser dritte Segment. Ja. Und die Daten werden dort aufbereitet, damit sie dann weiter verwendet werden können. Das heißt, wir haben 4 Phasen in diesem digitalen Workflow-Modell. Auf diese 4 Phasen werde ich wieder zurückkommen später. Noch einmal, wichtig ist die Sicherung des Rechtsraumes. Wenn die Daten links ins System, für das System vorbereitet werden, dann sollten sie aus rechtlicher Sicht so vorbereitet werden, dass ich dann später wieder bei der Nachnutzung keine Probleme habe. Nachnutzung bedeutet auch die Weitergabe der Daten an weitere Systeme, von einem Repository nach Europeana oder nach OpenAir oder nach Wappen oder wohin. Das muss von Anfang an geklärt werden. Und was hilft mir dazu? Dabei helfen mir Policies. Ja. Bei der Gelegenheit möchte ich erwähnen, dass am 6. April hier in Wien, an der Uni Wien, eine Konferenz stattfinden wird, am 6. April, wo es um die Lego-Roadmap und Policies geht. Wie lange sie dazu kommen. Wer ist da bei diesem Digital Workflow dabei? Also zuerst einmal die Archive, die digitalen, darunter runtergebrochen die Repositorien. In dem Verantwortungsbereich liegt die sich
Management dieser Daten. Nicht die Qualität des Inhaltes, aber die Qualität der Formate zum Beispiel. Die Institution selber sollte für den rechtlichen Rahmen sichern. Der rechtlichen Rahmen sichern bedeutet gute Verträge mit den Datenproduzenten, damit die sich auskennen, wenn sie Daten produzieren, was mit diesen Daten dann weiter gemacht werden darf. Ein Funding Body, FFE oder wie auch immer, die tragen eine soziale Verantwortung, damit wir alle von diesen Ergebnissen, von dieser Forschung auch davon profitieren können. Und der Datenproduzent, der ist für die, oder die Datenproduzentin, die ist für die Qualität der Daten oder er ist für die Qualität der Daten verantwortlich. Also sind, wir haben auf der einen Seite die Archive und die Archivmanager, die sind für die Erhaltung dieser Daten, die sie bekommen, aber nicht für die Qualität. Die Qualität sollte von den Content Supplier kommen. Wenn ich mir das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lasse, dann komme ich drauf, dass es einen fünften Player gibt, nämlich die Publishers. Das darf ich nie vergessen. Publishers pumpen sehr viel Geld in das System hinein, weil sie via 1,2 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr ist ein wichtiger Player in diesem Zusammenhang, aber wir haben nicht nur Elsevier, wir haben viele andere. Und die muss ich im Auge behalten, im Auge im Sinne, dass ich wahrnehmen muss, dass die auch bei der Erstellung von Policies eine Rolle spielen. Und so auch beim Data Management Plan, dass ich die richtigen Fragen am Anfang stelle, dann kommt unser Plan, hast du vor, das zu publizieren, aber nicht nur im PDF, sondern die Daten und den Zugang zu den Daten, die Aufbereitung zu diesen Daten. Die ersten vier haben irgendwie mit unserer wissenschaftlichen Welt zu tun. Der Publisher kommt nicht aus dieser Welt. Publisher hat monetäre Interessen. Ja? Wer ein digitales Archiv betreibt, der hat ein Interesse, möchte für die Institution meistens diese Daten aufbereiten, diese Daten strukturiert, weitergeben. Ein Publisher ist was anderes interessant, nämlich das Geld. Ja. Nun kommen die Data Management Pläne ins Spiel. Wozu brauchen wir Data Management Pläne? Die erste, einfachste Antwort wäre, naja, Horizon 2020 ist die Einführung von Data-Management-Plänen vor, derzeit noch auf Optional. Aber wir merken, dass seit der Einführung von Projekt OpenAIR vor etwa 7 Jahren ein ständigen Druck seitens der Europäischen Union, zuerst einmal zu strukturieren, zweitens einen Druck, diese die Forschung, die Union finanziert, auch zur Verfügung zu stellen. Also die Ergebnisse sollen zur Verfügung gestellt werden. Und deshalb hat man dann begonnen mit den Datenmanagementplänen, zuerst einmal in einigen Disziplinen und sie werden verpflichtenderweise kommen. Sie kommen mit Namen im Gebet. Das ist etwas, was sicherlich bald plötzlich da sein wird. Aber für wen sind sie wichtig? Sie sind für die Repository-Manager auch sehr wichtig, nicht nur für die Produzenten. Die Repository-Manager können anhand der Data-Management-Pläne Fragen stellen, noch bevor ein Projekt beantragt wird. Das passiert bei uns an der Universität Wien immer öfters, dass bei größeren Projekten wir gefragt werden, was meint ihr dazu? Und zwar berufend auf diesen Digital Workflow. Wenn wir eine Nachnutzung, wir Forscher eine Nachnutzung intendieren, was meint ihr Repository Manager dazu, wie wir uns positionieren sollten beim Projektantrag? Also diese Rollen, die ich vorhin genannt habe, die spielen eine Rolle auch beim Data Management Plan. Ich habe hier die wichtigsten Punkte eines Data Management Plans gezeigt. Und erinnere, dass ein Data Management Plan aus unterschiedlichen Sichtweisen betrachtet werden kann. Nämlich seitens desjenigen, der einen Projekt beantragt, seitens desjenigen, der einen Content erstellt. Ein Data Management Plan schaut anders aus, wenn ich ein Funding Body bin, dann werde ich einen anderen Data Management Plan erstellen als eine Institution oder ein Repository. Das heißt, die Data Management Pläne sollten immer wieder angepasst sein. Ein Data Management Plan, der zum Beispiel von Europäern hergestellt wird, wird viele Fragen stellen,
die Weitergabe der Daten betreffen und nicht unbedingt die Erzeugung. Das wäre die Reusing Party. Das heißt, der Data Management Plan sollte all diese Prozesse begleiten. Und ich betone noch einmal, die Berücksichtigung des rechtlichen Rahmens ist immer wichtig. Ja? Ich bin sehr schnell durchgegangen. Ich hätte auch noch einen Data Management Plan da, also einen Hinweis dazu, aber ich möchte zuerst einmal Fragen und Antworten, Fragen und dafür Antworten geben. Bitte. Mich würde interessieren, wie diese Lada-Projekte zusammenhängen mit Daten. Da gab es ja auch so ein Projekt, das versucht, europaweit Research Hubs und Research Data Repositories einzuführen. Wie hängen die beiden zusammen? So, Daria nennen Sie, ne? Ja, also Daria, Clarin und so weiter. Also Daria und Clarin sind auf derselben Ebene wie solche Projekte wie OpenAI zu sehen. Ja. Sie sind eigentlich langjährige Projekte, die fast eine Institution werden. Der Zusammenhang ist eigentlich nicht gegeben, in dem Sinne, dass es institutionell ist. Für Daria wäre wichtig, dass Data Management Pläne eingeführt werden für diejenigen, die dort tätig sind. Ja. Das ist der einzige Zusammenhang. Ja. Ich weiß es, dass Sie Tools einführen wollten, die europaweit funktionieren können von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen, die in Forschungsinstitutionen, die online verfügbar sind und eben auch Raw Data, und zwar Repositories von Raw Data, anbieten wollten, die, wo es dann einfach mehrere Apps gibt in Europa, wo die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ihre Daten ablegen können, die auch für andere in Zugriff sind. Und das wäre ja etwas, was sehr dieser Geisteshaltung wäre, dass es zentrale Stellen gibt, die dieses Versondern, die Kapazitäten der Repository Wartung und des Managements von Daten und dann begleitende Open Source Tools anbietet, die auch diese Daten aussetzen können. Das stimmt. Das kann ich bestätigen. Ja. Es wäre wünschenswert. Eines der Probleme mit dem Wort zentral ist folgendes. Wenn ich zentralisiert den Data Management Plan anbiete, eine einzige Stelle, ja, es entstehen beim Ausfüllen von Data Management Plänen wiederum weitere Daten. Ja. Nun stellt sich die Frage, wem diese Daten gehören, wer verwaltet sie. Ja. Also angenommen, ich hätte die Stelle A bei der EM, nehmen wir das an, ja, im Land Y, wo alle anderen Länder und Kollegen und Kolleginnen Zugriff hätten. Ja? Und all diese Leute, die füllen diese Datenmanagement-Pläne aus. Wer verwaltet das? Wer verwaltet diese Daten? Wer darf zugreifen? Wer darf in 2 Jahren zugreifen? Wer hat den Zugang zu diesen Daten? Also da hat ja auch eine Aussicht ganz stark beschäftigt, weil die ja auch diese Videos-Problematik haben. Aber vielleicht können wir das nachher. Aber es ist eine Problematik. Ich habe diese erwähnt in meiner, ich habe das jetzt geskippt, aber die Präsentation bleibt, diese Problematik habe ich erwähnt. Also unsere Lösung hier in Österreich ist im Augenblick vor, also unser Lösungsvorschlag ist derzeit folgender. Ich darf den Kollegen Thomas Nixer nochmal bei ihm bedanken, er hat mitgewirkt bei dieser Lösung von der TUB. Also wir haben im Projekt Infrastructures Austria zuerst einmal die Anforderungen von Horizon 2020 angeschaut. Was wollen die eigentlich damit bewirken? Zweitens haben wir ein Review gemacht über Datenmanagementpläne in anderen Ländern oder Kontinenten, besser gesagt. Anschließend haben wir ein Matching gemacht und uns angeschaut, was einzelne Forscher und Forscherinnen tatsächlich hier in Österreich für einen Bedarf haben. Diese drei Sichtweisen haben wir wiederum nochmal gematcht und daraus einen Fragenkatalog kreiert, das wir dann gebündelt haben und nochmal angeschaut, was das Digital Curation Center in der UK macht. Daraus sind 8 Sektionen an Themen
gearbeitet haben und dann in einem ersten Arbeitsgang Wissenschaftler zur Verfügung gestellt. Zweitens an Forschungsservices von Universitäten und eine Zeit lang testen lassen. Die Ergebnisse, die dabei herausgekommen sind, haben wir dann in einen echten Datenmanagementplan einfließen lassen, das wir als generischen Datenmanagementplan dann allen Universitäten zur Verfügung gestellt haben. Dann haben wir auf Ebene einer Universität den generischen Plan heruntergebrochen auf den Bedarf einer Universität als Beispiel. Die Universität fragt, füllen Sie das bitte aus und sagen Sie, wo Sie diese Daten am Ende einspeisen wollen. Und dann haben wir Antworten, mögliche Antworten den Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt, wo wir angeben, wo in dieser Universität diese Daten abgelegt werden können. Das ist der momentane Stand hier in Österreich. Diese Tools sind tatsächlich online. Wir haben sie an der Universität Wien für die Partner, also irgendwo muss es angesiedelt sein, mit ein paar Guidelines. Ich zeige mal anhand der anderen Präsentation, wie wir das gemacht haben. Welche ist das? Dankeschön. Das ist eine Präsentation, die wir auch hier lassen, wo die unterschiedlichen Templates mit Link angeführt werden, beziehungsweise wir haben auch einen User Guide, der sagt und beschreibt, wie eine Institution einen eigenen Template anhand dieser bereits vorhandenen Templates für die eigene Institution anpasst und dann an die CC antworten kann. Das ist die zweite Präsentation, die ich vorhin genannt habe, die wir hier zurücklassen. Bitte. Ich kann sagen, was wir als nächstes machen werden. Wir werden in diesem ersten halben Jahr das noch einmal einen Testlauf durchführen und an einer oder mehreren Universitäten die Software von DCC aus dem UK hier in Österreich installieren, um so ein Kompetenzzentrum aufzubauen, wo die Daten dann in Österreich bleiben. Okay, dann noch zwei Fragen. Okay. Die möchte ich möchte leider versprechen, jetzt kommt Big Data auf, was ihr da oben habt, das ist hier ein Zeichen. Achtung, welche Personen ihr befragt habt und tatsächlich auch wie Wissenschaft in unseren Institutionen funktioniert, wenn wir uns anschauen, Forschungsunternehmen wie wir an Wikipedia identifizieren können, die auch hohen kooperativ sind, glaube ich, dass die sehr gut funktionieren, weil sehr gut etablierte Data-Management-Trends haben und Strategien haben, ihre Daten zu aggregieren, zu teilen, als einer die Leute sprechen. Ja. Und das zweite ist eher eine Frage, die das Publikum auch an dich gerichtet ist. Wir wissen ja, dass wenn wir Wissenschaft betreiben und wissenschaftliche Leistungen in unseren Praxen darstellen, dass das in einem selbstverständlichen Raum passiert und die anderen immer nur rausstehen, dass wir gerne hätten, dass mehr Daten passiert werden. Was könnten tatsächlich die Anreize sein in der Zukunft, wie wir Wissenschaftler und Sekretär zu bewegen, offen mit unseren Daten umzugehen? Danke sehr. Also, ich stimme dir überein, dass die Sichtweise, die wir hier angeboten haben über die Big Data, Anlass zu solchen Kommentaren bringen kann. Ja, weil auch deine Sichtweise ist die von jemandem, der damit auch sich befasst. Ja. Wir stehen in Verbindung mit zum Beispiel mit dem Vienna Scientific Cluster. Wir wissen, dass es dort auch Big Data gibt. Ja. Wir wissen auch, dass im meteorologischen Bereich, also zentrale Meteorologie am ZAMP, ja, im geografischen Bereich, im Geografiebereich gibt es auch sehr viele Daten und so weiter und so fort. Also wir stehen in Kontakt mit diesen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen.
die sind sehr gut organisiert. Die wissen schon seit langem, wie man damit umgeht. Worauf ich hinweisen wollte, ist aber, dass die große Mehrzahl der Daten auf sehr vielen kleinen Rechnern verstreut ist und die Betreiber alle untereinander nicht vernetzt. Um die geht es eigentlich. Wenn ich meine eigene Universität anschaue, so meine Empfehlung wäre, schauen wir, dass wir noch mehr im Projekt an Bord ziehen. Hier geht es um die Reputation der Universität. Ja? Und aus diesem Gesichtspunkt heraus ist es wichtig, dass ich alles Mögliche unternehme, um mehr Projekte an Bord zu bekommen. Und deshalb ist es auch wichtig, immer im Auge zu behalten, dass diese Daten so verstreut sind, dass es so viele Leute gibt. Nun zu der zweiten Frage. Incentives ist eine gute Frage. Wir wissen es noch nicht, wir besprechen das auch auf internationaler Ebene, welche Incentives hier. Ich bin selber Mitglied in einer Reflection Group, einer europäischen, wo diese Fragen besprochen werden. Der momentane Stand ist, der Geld alleine ist nicht genug. Also es ist genug Geld da in der Forschung, um auch sowas lösen zu können, wie man mit dem Geld arbeiten würde. Aber es gibt weitere Punkte, die noch nicht ganz beleuchtet wurden. Zum Beispiel, wenn ein Forscher oder eine Forscherin ein Projekt durchführt mit der Industrie, warum bekommt die Industrie nicht Incentives dafür, dass die Daten schneller freigegeben werden? Das heißt, der Blickwinkel der Incentives ist nicht, sollte nicht nur auf die Forscher sich zentrieren, sondern auch auf die Fördergeber, eine Fundindustrie. Also welche Incentives bräuchte eine Industrie oder Industriezweig, damit die Daten schneller gelesen werden zum Beispiel? Das ist der momentane Stand. Bessere Antwort habe ich nicht. Darf ich Peter Burgenthofer vorstellen, von der TU Wien hier.
er forscht und lehrt im Bereich Mensch-Computer-Interaktion. Aber er wird uns heute ein bisschen einen Einblick geben in das Spannungsfeld zwischen Verwertungslogik und Gemeinnützigkeit an der Universität. Ja, bitte. Ja, oh, dann bleibe ich gleich da stehen. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Spannende Veranstaltung bisher. Ich habe neben den schlechten Eigenschaften, die ich zu solchen Vorträgen mitbringe, dass ich mein eigenes Gerät anhängen möchte und nicht zufrieden bin mit irgendwelchen hochgeladenen Präsentationen, gehört auch, dass ich den Titel meines Vortrags immer ändere. Patente versus Open Science. Es ist im Großen und Ganzen dasselbe, aber ich habe es ein bisschen geschärft. Das, was Sie da oben sehen, ist übrigens ein echtes Patent und es ist nicht, obwohl es so sein könnte, von mir eingereicht worden. Eine Methode, um die partielle Beglatzung zu verdecken. Das ist auch ein echtes Patent. Dieses Patent, wie Sie hier sehen, wurde 2002 eingereicht. Das ist die Methode, wie man auf einer Schaukel schaukeln kann, indem man nicht vor und zurück schaukelt, weil das machen ja alle, sondern seitwärts. Und dazu zieht man abwechselnd an der linken und der rechten Schnur der Schaukel und dann beginnt man mit einer Seitwärts-Schaukelbewegung und dieses Patent wurde nicht nur eingereicht, sondern auch bewilligt. Ja, a method of swinging on a swing is disclosed, in which a user positioned on a standard swing, suspended by two chains from a substantially horizontal tree branch, induces side-to-side motion by pulling alternately on one chain and then the other. Halter dieses Patents war damals ein Kind. Das Patent wurde eingereicht vom Vater dieses Kindes, der ein Patentanwalt war und zeigen wollte, dass im Patentsystem etwas nicht stimmt. Und ich glaube, das ist die Ausgangsthese, mit der ich hier zu Ihnen spreche. Patentsysteme kennen wir interessanterweise seit den alten Griechen. Moment, ich muss jetzt doch, weil meine Zitate, ich muss jetzt doch was ändern, ganz schnell. So. Und jetzt ist alles so, wie es gehört. Patentsysteme kannten wir schon im alten Griechenland. Ein Zitat aus der Zeit: Wenn einer der Köche ein neues köstliches Gericht erfinden würde, so sollte es keinem anderen vor Ablauf eines Jahres gestattet sein, von dieser Erfindung Gebrauch zu machen, sondern nur dem Erfinder selbst. Während dieser Zeit soll er den geschäftlichen Gewinn davon haben, damit die anderen sich anstrengen und wetteifernd sich in solchen Erfindungen zu übertreffen suchten. Das ist vermutlich das erste dokumentierte Patent. Es ist kein richtiges Patent, es gehorcht vielen den Dingen, die wir heute von einem Patent verlangen, nicht, aber es wird so generell als das historisch allererste Patenterteilung gesehen, beziehungsweise die Praxis dieses ökonomischen Monopols der Gewinnzusicherung an eine Person. Wenn du so ein tolles Rezept dir ausdenkst, ist ja im Grunde auch ein Verfahren, dann sollst du das ein Jahr lang allein nur nutzen dürfen und davon profitieren, dass das so gut gelungen ist. Seit dieser Zeit gibt es immer wieder dokumentierte künstlich geschaffene Monopole, könnte man es nennen, mit Laufzeiten zwischen wenigen Monaten und 20 Jahren in der Geschichte dokumentiert. Meistens wird das von Monarchen gewährt. In den frühen Fällen war es so, dass man als Erfinder zum Monarchen gegangen ist und gesagt hat, ich habe dieses und jenes erfunden und ich möchte das gerne als einziger nutzen. Und dann wurde einem dieses Privileg quasi gewährt. Um 1550 herum, so zur Zeit der Renaissance, ist dann die Idee dazu gekommen, dass es sich dabei auch in gewisser Weise um ein gedankliches Eigentum handeln könnte. Was ich hier erfunden habe, ist nicht nur etwas, wo mir ein exklusives ökonomisches Recht der Nutzung eingeräumt wird, sondern irgendwie gehört es mir, weil es in meinem Kopf entstanden ist. Zur selben Zeit ungefähr wurde auch damit begonnen, dass man mit der Erfindung eine Spezifikation dieser Erfindung einreichen muss und zum Teil wurde die schon damals in Frankreich zumindest publiziert. Hier, das ist das, was nur der Herr Meyer machen darf, hier seht ihr es. Bis dahin war es ein rein ökonomisches Privileg, dann hat es eben begonnen, dass diese Idee des geistigen Eigentums entstanden ist. Vorher gab es auch in der Philosophie nur physisches Eigentum, materiellen Besitz.
Ausgangspunkt waren vermutlich für diese, also man kann es nicht genau zurückverfolgen, die venezianischen Glasbläser, die wollten, dass ihre Ideen, wie man etwas macht, wie man diese wunderschönen Gläser herstellt, von denjenigen, die es schlussendlich machen, den Arbeitern in ihren Fabriken, nicht anderen erzählt werden durften. Und die haben also gesehen, die haben das also irgendwie als ein das will ich als ein Besitz in meinem Kopf haben. Das klingt nach einem Widerspruch, dieses, gehen wir wieder zurück zum Patent, das publiziert wird, damit ich dieses Monopol bekomme. Das klingt ein bisschen nach einem Widerspruch, ich publiziere es, damit ich ein Monopol bekomme, aber das ist die Kernidee des Patents bis heute geblieben. Um den oben erwähnten Wettbewerb zu ermöglichen, der schon bei den Griechen in der Küche gegolten hat, muss man allen erzählen, was man hier tut, damit man dieses zeitlich begrenzte Monopol bekommt. Also ein zeitlich befristeter Schutz, damit ich als Erfinder oder als Erfinderin eine Zeit lang alleine davon profitieren kann. Irgendwann im 19. Jahrhundert hat sich dann dieser Patentantrag mit der genauen Spezifikation und der Dokumentation überall eingenistet, und damals, so 1850 herum, ist auch die erste substanzielle Kritik entstanden. Es gab eine sehr starke Gegenbewegung. Es wäre eine Behinderung der Forschung, es wären Vorteile für wenige auf Kosten der vielen, es wäre der Mythos des einzelnen Erfinders. In einem Buch über diese Geschichte wird das so zusammengefasst: Patents projected an artificial idol of the single inventor, radically deintegrated the role of the intellectual commons and blocked a path to this commons for other citizens. Citizens who were all, on this account, potential inventors too. Patentees were the equivalent of squatters on public land. So lautete die Argumentation. Sie sind quasi Hausbesetzer. Hausbesetzer ist kein Public Land. Parkbesetzer. Nicht einmal ja kürzlich erlebt, wie lange das dauern kann. Or better, uncouth market traders who planted their barrows in the middle of the highway and barred the way of people. Das waren nicht nur unterprivilegierte Bürgerinnen und Bürger, die das so vorgebracht haben, sondern da waren Erfinder und Wissenschaftler, die gefürchtet haben, dass die Wissenschaft eingeschränkt wird durch Patente. Da waren also auch Produzenten und Industrielle dabei, die das so argumentiert haben. Es gab damals eine sehr große Diskussion, die hat da zum Beispiel dazu geführt, dass Niederlande das Patentsystem 1869 tatsächlich abgeschafft hat. In der Zeit zwischen 1869 und 1912, glaube ich, gab es in den Niederlanden kein Patentsystem. Es hat dieser Gesellschaft, wenn man sie heute anschaut, als ein durchaus ein Motor der Innovation in bestimmten Bereichen in Europa, keinen nachhaltigen Schaden zugefügt. Oder in der Schweiz, wo man da immer sehr gründlich ist, hat man so lange diskutiert, bis es 1907 waren. Alle anderen haben in der Zeit zumindest Reformen gemacht, um zum Beispiel das Einreichen von Patenten und das Erteilen von Patenten billiger zu machen, sodass auch ein kleiner Erfinder oder eine kleine Erfinderin sich das tatsächlich leisten kann. Aber schon damals, und das geht aus dieser Argumentation, die ich gerade gezeigt habe, auch hervor, hat man gesehen, dass es hier einen Widerspruch gibt zwischen dem Individuum, das eine Erfindung macht, will reich werden damit und vor Konkurrenz geschützt werden will, und auf der anderen Seite der Gesellschaft, die durchaus zu Recht auch argumentiert, dass sie das Framework für diese Kreativität ist und für diese Erfindung. Ohne das gesellschaftliche Rundherum, ohne all die anderen Erfindungen, aber auch ohne all die kleinen Inspirationen, die aus dem Alltagsleben herauskommen, wäre diese große Erfindung wahrscheinlich nicht passiert. Nicht? Man spricht ja oft davon, dass die ganz großen Standing on the Shoulders of Giants sind. Irgendwann einmal habe ich in einem Gespräch mit dem Felix Stalder, haben wir gemeinsam diese Idee entwickelt, dass es eigentlich nicht Giants sind, sondern es sind Dwarfs, aber ganz viele davon. Nicht? Alle Erfinder stehen auf unser aller Schultern, ja, in einer Gesellschaft, in der sie leben, ja, und können ihre Erfindung nur deswegen machen, weil wir alle da sind und sie hochhalten und sie tragen. Man will also die Idee verwenden als Gesellschaft, und man will auch davon profitieren, dass man ein Environment geschaffen hat, wo es gelungen ist, dass jemand so eine tolle Erfindung machen konnte. Bis ins 20. Jahrhundert hinein gab es immer wieder Diskussionen auch über den volkswirtschaftlichen Wert von Patenten. So gab es zum Beispiel in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts in den USA eine sehr grundsätzliche Diskussion, ob Patente volkswirtschaftlich tatsächlich Sinn machen. Dass sie individuell einen Sinn machen, wenn ich eine Erfindung gemacht habe, dass ich dadurch eher davon profitieren kann, ist ganz klar.
Aber hat die Volkswirtschaft etwas davon? Haben wir gesellschaftlich etwas davon? Funktioniert dieses Wagensystem, also Waage mit Doppel-A, so eine Waage, funktioniert dieses System der Waage, dass wir irgendwie damit einführen wollen, dass Patente zum Beispiel zeitlich begrenzt sind, tatsächlich? Ja? Diese Waage kippt zuerst auf die Seite des Individuums und nachher auf die Seite der Gesellschaft zurück, wenn das Patent abläuft, und stimmt das auch? Nicht? Und damals in den USA ist man zu dem Schluss gekommen, es gibt, weil wir können keinen Nachweis führen, dass ein Patentsystem tatsächlich einen volkswirtschaftlichen Vorteil hat. Aber wir haben Angst davor, es abzuschaffen, weil wir wissen nicht, was das verursacht. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber in der Politik, aber so war es dann. Nicht? Und so ist man also mit dieser Waage, die immer wieder ausgeglichen wird, zwischen den individuellen Interessen und den gesellschaftlichen Interessen beim Patent hängen geblieben. Nicht? Heute ist das Patentrecht 20 Jahre üblich. Sie alle kennen das Beispiel Lego. Lego wurde 1958 zum Patent angemeldet, das 1988 ausgelaufen ist. Ich weiß noch immer nicht, warum das 30 Jahre sind, aber so war es. Seit 1988 genießt dieser Mechanismus, wie man zwei Lego-Steine zusammensteckt und sie halten dann keinen Patentschutz mehr. Lego hat sich über Jahre und Jahrzehnte gegen das Freiwerden seiner Erfindung gewehrt, wollte es als Trademark und was weiß ich nicht alles schützen lassen. Es ist unterm Strich nicht gelungen und seit ein paar Jahren, wenn Sie in die Spielwarenhandlungen gehen, finden Sie tatsächlich neben einem Lego-Regal ein Lego-kompatibles Regal. Inzwischen setzt sich Lego sehr stark von diesen Produkten dadurch ab, dass sie die ganzen großen Franchises einkaufen. Sie bekommen Star Wars Lego, aber sie bekommen nicht Star Wars Lego-kompatibel. Gibt es natürlich nicht. Ne? Sie bekommen Herr der Ringe Lego, aber die Kompatiblen, die können gerade irgendwelche Polizeipunkte mal machen. Das ist frei. So, bei uns viel wirksamer geworden hier an der TU und gerade in der Informatik ist das Problem der Software, Patentierbarkeit von Software. Diese Patentierbarkeit von Software ist interessanterweise irgendwann im Laufe der 80er Jahre aufgekommen, wo gleichzeitig auch ein anderes Gesetz, auf das ich gleich nachher nochmal zu sprechen komme, eingeführt wurde. Ein Verfahren, das patentiert wird, muss eigentlich neu, also innovativ, nicht offensichtlich und nützlich sein. Das sind die drei Eckpunkte eines Patentantrags, das US Patent Office vorgibt. Im Laufe der 80er Jahre hat man in den USA entgegen einer tatsächlichen Empfehlung des Prozesses begonnen, das, was bei uns die Technizität ist, als eine der Forderungen, tatsächlich aufzulassen und mehr oder weniger alles zum Patentantrag zugelassen. Sie erinnern sich sicher noch an das One-Click-Shopping, das 20 Jahre lang patentiert war von Amazon, was tatsächlich nichts mit einer Technizität oder einem Vorgang im europäischen Sinn des Patentrechts zu tun hat. Geschäftsabläufe, Softwarepatente, alles wurde akzeptiert. Das Europäische Patentamt hat da übrigens ein bisschen eine andere Position. In vielen Ländern Europas gibt es so etwas wie das Softwarepatent nicht. Das Europäische Patentamt hat ein bisschen ein Problem damit, dass es alles, was in einem Mitgliedstaat akzeptiert wird, auch als Patentantrag an das Europäische Patentamt akzeptieren muss. Und nachdem es in einigen europäischen Ländern Softwarepatente gibt, die auch dort beantragt und genehmigt werden können. Sind dann in vielen europäischen Staaten ohne Rechtsgrundlage, zum Beispiel in Österreich. Wir können uns jetzt anschauen, was dieses Softwarepatent in den USA für eine Folge hatte. Das ist eine sehr Langzeitstatistik von 1790 bis 2000 über die Zahl der Patentanträge. Das ist die grünliche Linie und die rote Linie die Anzahl der genehmigten Patente. Und wenn man davon absieht, dass das relativ flach dahin geht, sehen Sie da ungefähr 1980, wo man beginnt, alles zum Patentantrag zu akzeptieren. Explodiert das. Und wir finden uns dann schlussendlich in einer Lage, wo zum Beispiel 2006 mehr als 40.000 Softwarepatente bereits erlassen waren. 40.000 Softwarepatente heißt, wenn Sie irgendetwas machen, was Software involviert und es muss nicht einmal ein Produkt werden. Sie wissen, ein Patentverstoß ist auch dann strafbar, wenn Sie ihn daheim in den eigenen vier Wänden machen, ohne es jemandem zu zeigen. Ist auch strafbar. Patente sind anders wie Copyright. Bei Patenten gibt es keinen Fair Use. Wenn Sie also irgendetwas mit Software machen wollen, dann müssen Sie sich eigentlich vorher diese 40.000 erteilten Patente im Softwarebereich anschauen, um dagegen nicht zu verstoßen.
sprich vollkommen unmöglich. Und ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel geben, um Ihnen zu zeigen, was die Natur der Softwarepatente war, die damals genehmigt wurde. Zum Beispiel US-Patent 7212296, a system and process for ensuring the smooth flow of electronic ink is described. Ich lasse das jetzt einmal so stehen und wir können uns darüber fantasieren, was das sein könnte. Nicht, das war zu einer Zeit, wo Smartphones noch nicht da waren, sondern PDAs. Sie erinnern sich noch an PDAs vielleicht, Personal Digital Assistants, so kleine Bildschirme, die wir in unseren Hosentaschen oder in unseren Taschen herumgetragen haben, mit kleinen Stiften, wo man dann so drauf kritzeln konnte. Und da war eine Schlüsseleigenschaft schon, dass man da so einen Strich macht, dass dieser Strich möglichst knapp hinter dem Strich entsteht. Nein, dass der Strich möglichst knapp hinter dem Stift entsteht. So, ne? Und jetzt könnte man sich vorstellen, wenn da jemand eine gute, innovative Idee hat, wie er das sicherstellen kann, dass man da so einen Strich macht, dass der wirklich ganz beim Stift entsteht, dass das eine große, innovative Idee ist, die man patentieren lassen kann. Wie viele Patentanträge zu dieser Zeit, ist es aber gar nicht leicht, dahinter zu steigen, um was es hier eigentlich geht. Da sind jede Menge so Grafiken drinnen, die so ausschauen wie das und die man als Laie eigentlich nicht wirklich verstehen kann. Tatsächlich, was dieses Patent patentiert, ist eine Methode, Prozesse zu beschleunigen, indem man sie in einer Warteschlange von Prozessen, die alle drankommen wollen und behandeln werden wollen, nach vorne reiht. Also eigentlich das, was jeder macht, der im Supermarkt es eilig hat, sich hinten anstellt bei der Warteschlange und dann sagt, Entschuldigung, ich habe nur diese eine Schokolade, können Sie mich vorlassen? Genau das wird hier patentiert. Das ist etwas, was seit ja, eigentlich so lang gemacht wird, wie es Computer gibt. Dieses Patent wurde erteilt. Dieses Patent wurde unter anderem deswegen erteilt, weil das amerikanische Patentamt mit der Zahl der Anträge vollkommen überfordert war und auch nicht in der Lage war, von ihrer eigenen Qualifikation her zu entscheiden, ob das hier, was waren die drei Kriterien, innovativ, nützlich und neu. Nein, innovativ und neu ist dasselbe. Also diese drei Eigenschaften erfüllt. Nicht? Und dann ist dieses Patent nicht nur mit dem Stift und der Tinte, sondern, wenn Sie das anschauen, nicht? The invention is operational with numerous others, general purpose or special purpose computing system environments or configurations. Example of well-known computer systems, environments and or configurations that may be suitable for use with the invention include but are not limited to, es ist fast Monty Python, oder? Personal computers, server computers, handheld or laptop devices, including smartphones, smartwatch, alles. Ja, es endet nicht. Set-top-Boxes. Bis heute ist diese Idee, Patente so zu formulieren, dass sie möglichst wie eine möglichst große Keule, möglichst viele Dinge auf einmal erschlagen, vollkommen gängige Praxis geworden. Das hat dazu geführt, dass diese ursprüngliche Idee des Patentes, ich veröffentliche es und ihr dürft es sehen und dafür darf es aber nur ich machen, vollkommen auf den Kopf gestellt wird. Denn die Veröffentlichung ist unleserlich, braucht nur ein Experte oder eine Expertin sein, um das zu verstehen, zu wissen, was hier wirklich patentiert wird, aber ich darf es trotzdem nur alleine machen. Jetzt, was hat Microsoft in dem Fall als Patentansteller davon? Als einziger eine vollkommen gängige Strategie zur Reihung von Tasks in einem Computersystem machen zu dürfen. Das machen ja alle. Kommen wir noch darauf zu sprechen. Ein Patent, das ebenfalls zur selben Zeit genehmigt wurde, nur so als kleines Bonbon am Rande, ist die Bread Refreshing Methode, die wir alle unter dem Namen Toasten kennen. Ja? Wurde beantragt und in der vollkommenen Überlastung des amerikanischen Patentamtes auch genehmigt. Diese Patentierbarkeit von Software, die uns alle durch auch eine ganz große Zahl von Trivialpatenten vor riesige Probleme stellen, hat dazu geführt, dass auch in Europa versucht wurde, das in Ordnung zu bringen. 2004, 2005 gab es massive Anstrengungen des Rates, das in Europa zu etablieren. Lustigerweise gab es damals gerade neue Mitgliedstaaten in Europa, so am östlichen Rand, die das da verhindert haben, weil sie im Gegensatz zu vielen der westlichen Staaten nichts vorzuweisen hatten, was dann hier auf ihrer Seite stehen würden. Keinerlei Patente, die bereits da waren.
Der Antrag dazu wurde vom Parlament abgelehnt und dann, und das ist vielleicht, das zeigt vielleicht ein bisschen, wie verzweifelt die ganze Situation aus der Sicht der Interessensgruppen ist, in verschiedenen anderen Gremien eingebracht, zum Beispiel als ein Tagesordnungspunkt am Anfang einer Sitzung des Fischereirates, der nur dort steht, um abgestimmt zu werden. Hätte der Fischereirat dafür gestimmt, hätten wir heute ein harmonisiertes EU-Software-Patentrecht. Spannend auch, dass diese Direktive, die ausgearbeitet wurde, als Autor den Francesco, nicht, das war ein Word-Dokument, da steht der Autor drin, das ist der Francisco Mignoranza, das war der Vorsitzende der Business Software Alliance, der hier die Direktive für die Europäische Union schreiben konnte. So. Und an dieser Stelle können Sie vielleicht verstehen, warum wir in der Informatik eine gewisse Reserviertheit gegenüber dem Patentwesen entwickelt haben. Da stimmt was nicht. Gleichzeitig, auf der anderen Seite auch nachvollziehbar, haben wir an der TU ein Problem, das sich zum Beispiel hier zeigt. Das ist die gestaltete oder umgestaltete Seite mit den kurzen Errungenschaften eines Forschers hier an der TU. Und da hat hier eben ein Patent nachzuweisen. Und tatsächlich ist ein Patent nachzuweisen in den internen Evaluierungsmechanismen ein bisschen die Königsklasse. Das zählt mehr als ein Journal Paper. Also wenn Sie es schaffen, ein Patent zu haben, dann bringt Ihnen das an Ihrer Fakultät und Ihrem Institut gut etwas ab. Es ist wie der schönste Orden, den man sich hier hängen kann. Vielleicht noch um ein paar Nebenwirkungen dieser Patentgeschichte im Softwarebereich aufzuzeigen. Ein relativ berühmtes Beispiel, das ist schon aus dem Ende des letzten, Anfang dieses Jahrhunderts, war der Fall der Firma IPIX, die ein Verfahren, ein Patent für ein Verfahren bekommen hat, wie man aus einem Fischauge-Foto, Fischauge kennen Sie, das ist so ein Objektiv, so ein super Weitwinkel, wie man daraus eine entzerrte Version eines Teils des Bildes herausrechnen kann und hat es damit geschafft, eine ganze Community von Open-Source-Lösungen, die genau dasselbe schon vorher gemacht hat, effektiv abzuwürgen. Wie ich schon gesagt habe, viele Softwarepatente sind Trivialpatente, manche sind sehr unspezifische Trivialpatente, zum Beispiel Mobile Entertainment and Communication Device, erteilt am 22.01.2008. Im Wesentlichen deckt dieses Patent all die Devices ab, die wir heute als Smartphones bezeichnen, mit den üblichen Totschlagformulierungen wie further the device includes sensors for sensing unusual conditions that may also be transmitted to a remote telephone. Mit diesen Patenten wird dann, und ich werde gleich darauf zurückkommen, was mit diesen Patenten denn passiert. Warum patentiert jemand sowas, nicht? Das ist zum Beispiel in Europa, E-Commerce, das sind 20 Patente. Das ist nicht mehr ganz aktuell, wie Sie auch in der Ästhetik sehen. Wahrscheinlich sind einige dieser Patente schon abgelaufen, wie zum Beispiel das One-Click-Shopping, das da irgendwo draufsteht. Aber das waren alles Dinge, die zumindest eine Zeit lang patentiert waren, weil es gelungen ist, mehr oder weniger alles zu patentieren. Das entspricht gar nicht mehr dem Geist des Patentrechts, Veröffentlichung gegen Schutz, weil keine unsichtbaren Verfahren, die man sonst nicht sehen könnte, patentiert werden, sondern etwas, was vor jedermanns oder jeder Frau's Augen passieren. So, jetzt können wir uns aber noch ganz kurz anschauen und damit komme ich auch schon zum Abschluss, weil ich habe schon die 5 Minuten Warnung bekommen, warum das eigentlich alles schlecht ist. Ja? Eine Studie aus dem Jahr 2006, The Private Value of Software Patents, kommt zu dem Schluss, dass es zwar nur wenig, das war 2006, das ist vor 10 Jahren, nicht? Dass es nur limited evidence of relatively negative effects on some types of software producers gibt. Also irgendwie passieren ja keine schlimmen Dinge damit, nicht? In derselben Studie steht aber auch, we should also emphasize that the majority of the software patents acquired during the past 20 years have been acquired by non-software firms in the ICT-Sektor. Und da wird man dann ein bisschen stutzig. Was sind non-software firms in the ICT-Sektor? Also Firmen im Informations- und Kommunikationstechnologie-Sektor, die keine Produkte machen. Ja, Non-Software-Firms. Und diese Firmen firmieren inzwischen, und bitte sehen Sie, the majority of software patents. Also das ist nicht die Ausnahme, sondern das ist die Mehrheit unter dem Namen des Patent Trolls. Patent Troll is a pejorative term used for a person or company that enforces its patents against one or more alleged infringers in a manner considered unduly aggressive or opportunistic, often, das ist der Kernpunkt, with no intention to manufacture or market the patented invention.
Wie kommen die zu ihren Patenten? Die kaufen Firmen auf, die pleite gehen, und ich werde am Schluss gleich noch einen zweiten Weg, wie sie zu ihren Patenten kommen, aufzeigen. Da gibt es eine ganz nette Geschichte, sehr schön recherchiert von einem Journalisten, von einem Patent, das wirklich eines dieser ganz unspezifischen, das machen alle, aber ich habe es patentiert, Patente war, von einem Chris Crawford eingereicht, der nicht wusste, wie er das irgendwie machen kann, und er hat es verkauft an eine Firma namens Intellectual Ventures. Und Intellectual Ventures ist eine von den ganz Großen in diesem Bereich. Intellectual Ventures macht das so: wenn sie eine Chance sehen, dieses Patent durch eine Klage zu Geld zu machen, dann gründen sie eine kleine Firma. Dieser kleinen Firma verkaufen sie das Patent, aber nicht gegen Geld, sondern gegen einen Anteil des Gewinns, das diese Firma mit diesem Patent machen wird. Diese Firma ist eine Briefkastenfirma in Marshall, einer Stadt in Texas, weil dort gibt es einen Richter, der bekannt dafür ist, dass er Patentrecht im Sinne des Klägers entscheidet. Gibt es ganze Häuser, Bürohäuser voll mit Türen mit diesen Firmen, die gegründet wurden nur für diese Klagen. Da arbeitet niemand, keine Angestellten, außer eine Person, ein Anwalt, der diese Klage macht. Die bringen diese Klage dort ein. Meistens gewinnen sie das Verfahren nicht, aber es gibt eine außergerichtliche Einigung, bekommen dafür, ich weiß nicht, 200.000 Dollar, 5 Millionen Dollar. Die Summen werden nie bekannt gegeben. 3/4 davon geht an Intellectual Ventures, die dafür weitere Patente kauft. Und der Anwalt kann das nächste solche kleine Geschäft machen. Und wenn das schief geht, hat er davon auch keine großen Verluste. Er hat nur Gewinne, wenn er es schafft, nicht? The door was locked. It turns out a lot of those companies are in that corridor. Maybe every single one of them is doing exactly what Oasis Research is doing. They appear to have no employees. They are not coming up with new inventions. The companies are in Marshall, Texas, because they are filing lawsuits for patent infringement, weil es bekannt ist, dass das District of East Texas für Patenthalter entscheidet. Berühmter Fall. Und jetzt komme ich zum Schluss. Eolas gegen Microsoft 1999 klagt mit einem dieser Trivialpatente. Der Prozess zieht sich 7 Jahre, glaube ich, und am Schluss gibt es eine außergerichtliche Einigung. Ja. Und das hat dazu geführt, und ich glaube wirklich, dass das ein Pfeil ist, den man machen kann, dass inzwischen die großen Firmen alles patentieren lassen. Ich könnte Ihnen diesen Ausschnitt zeigen, der ganz bekannt ist, wo Steve Jobs das erste iPhone herzeigt und sagt, and boy have we patented it. Und der Grund dafür ist, dass niemand anderer kommen soll und Sie dort klagen. Ja? 2004 sagt Bill Gates, wir müssen mehr Patente machen. Ja? Und bis zu dem Zeitpunkt war Microsoft auf der Patentlandschaft quasi nicht vorhanden. Ja, da waren es asiatische Firmen und diese Non-Practicing Entities. Natürlich erzeugt das Sorgen. Ja, Patent Weapons of Mass Destruction, die großen Firmen aufbauen, und wenn sie dann die letzte Firma sind, die übrig sind, in einem Markt beherrscht von Open Source Software, dann setzen sie auch ein. Eine Angst, die nie so richtig wahr geworden ist, aber als Gefahr natürlich immer schwebt. Es gibt tatsächlich Klagen, aber das überspringe ich jetzt ein bisschen. Aber wir wollten ja eigentlich über Academic Patenting reden. Das ist die offizielle Position der WIPO, World Intellectual Property Organization, how universities and public research organizations are using their intellectual property to boost research and spur innovative startups. Das ist mein letzter Punkt. 1980 wurde in den USA legalisiert, dass Erfindungen, die in öffentlich geförderten Projekten entstehen, patentiert und privat genutzt werden dürfen. Das war vorher so ein bisschen, manche haben das gemacht, das war nicht wirklich legal oder illegal, aber ab dann war sozusagen der Floodgates eröffnet. Die Hoffnung, die Ankurbelung des Knowledge Transfers von der Wissenschaft in die Wirtschaft durch Startups und all das. Universities and other public research organizations are increasingly protecting their inventions als Folge von genetic inventions to software, helping raise additional funding for research and spurring new startups. Offizielle, natürlich, die WIPO. Ne? Aber wenn man sich dann anschaut, was wirklich passiert, findet man ganz interessante Dinge. Nicht? Patenting university research has been a dismal failure, enabling patent trolling. It's time to stop. Der Titel eines Artikels, der vor kurzem herausgekommen ist. Und vielleicht ein kurzer. Also zwei Dinge, die da drin als Problem genannt werden. Nummer eins, Research wird jetzt immer mehr nicht veröffentlicht, sondern patentiert und im Patent so formuliert, dass es als veröffentlicht untauglich ist.
auch wenn. Und das Zweite ist, also weniger Kommunikation zwischen Wissenschaftlern, und das Zweite ist weniger, und das ist tatsächlich Ergebnis einer empirischen Studie, weniger Research ist aus den Universitäten in die Wirtschaft geflossen, weil das wird patentiert und exklusiv lizenziert an jemanden, der sehr viel Geld zahlt. Aber viel schlimmer ist das. Using Tech Transfer Office Expenses Information, Autor einer Studie, Valdivia, estimates that 130 universities did not generate enough licensing income in 2012 to cover the wages of their technology transfer staff and the legal costs for the patents they file. Und das waren sowas wie 87%. Sprich, es zahlt sich für die Universitäten nicht einmal aus, zu patentieren. Sie können nicht einmal dieses Technologietransfer Office, das damit beschäftigt ist, diese Patente zu beantragen, zu bekommen und dann zu verwerten, nicht einmal das können Sie davon bezahlen. Und wenn man das weiterliest, die rote Kurve geht also nach oben. Es wird nicht besser, es wird schlechter. Was passiert dann? Und das ist jetzt für mich überraschender Schlusspunkt der ganzen Geschichte. Eine Firma hat verstanden, dass das eine Chance für sie ist, nämlich Intellectual Ventures. Und Intellectual Ventures kommt jetzt zu den Universitäten und kauft ihnen all die liegen gebliebenen Patente ab. Und hier kommen wir zu dem Punkt, wo eine Praxis, die wir versuchen zu etablieren, unterm Strich, na, don't feed the trolls, sagt man immer, die Patent Trolls, die Non-Practicing Entities füttert und ihnen aus einer Notsituation heraus das Material gibt, das sie brauchen, um Geld aus einer vor Innovation strotzenden Wirtschaft abzusahnen und damit reich zu werden. Jetzt habe ich schon überzogen, oder? Ich glaube, Patente waren vor 50 oder 100 Jahren ein sehr interessanter Schutz von Erfindungen. Heute sind sie vollkommen unbrauchbar geworden. Ich glaube prinzipiell an das Recht, gute Ideen, die man hat, in die man viel Arbeit gesteckt hat, auf irgendeine Art und Weise abzusichern, wenn man sie wirtschaftlich verwenden möchte. Patente sind leider genau das Gegenteil davon geworden. Und es ist dringend an der Zeit, dass wir uns neue Wege überlegen, wie wir so etwas garantieren. Ich kann vielleicht in der Diskussion noch ein bisschen was dazu sagen. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass Universitäten, gefördert mit öffentlichem Geld, das Patentieren einfach sein lassen sollten. Und zwar per Richtlinie und per Dekret. So, danke. Sagen kann ist, wenn man sich die Wissensbilanz der TU Wien anschaut, gibt es ja einige sehr herausragende Patente. Ein Patent der TU Wien es gibt jedes Jahr vom österreichischen Patentbüro eine Wahl zu 10 Innovationen des Jahres und da ist sehr oft ein Patent der TU Wien dabei. Gleichzeitig ist die Zahl der Patente, die im Inland eingereicht wird, stagnierend.
und die, die im Ausland eingereicht wird, stark steigend. Und da kann man jetzt schon auch die These formulieren, dass hier versucht wird, etwas, was im Inland nicht möglich ist, nämlich Softwarepatente, dort zu machen, wo man es darf. Und wenn man ein Softwarepatent auf dem amerikanischen Patentamt zugesprochen bekommt, dann ist es ja quasi weltweit. Nicht Software, wie Sie sagen, ist immateriell, das, die kann überall sein und schon gilt das Patent quasi überall. Ne? Ja, ja, das. Sie sehen ja, die, also nicht, weil Sie sagen, es geht nicht um die Codezeilen, das wäre ja eher Copyright oder sowas. Ne? Es geht um die Ideen, die drinnen stecken. Und in den letzten Jahren wurde immer mehr versucht, das Patentrecht herüberschwappen aus den USA nach Europa, nicht als einen Methoden- oder Verfahrensschutz, sondern als einen Ideenschutz zu verwenden. In den USA ist das gelungen, dort ist es einfach so. Sie können Ideen schützen. Bei uns ist das aus einer grundsätzlichen Position heraus eigentlich nicht möglich. Ne? Auch wenn durch dieses Schlupfloch das Europäische Patentamt einen Haufen entsetzliche Software-Trivialpatente hält. Ja. Ja, also hier muss man da so. Vielleicht. Wir müssen nicht alles in der Nähe nach der Amerikaner machen. Wir können uns zusammenschließen und sagen, nein, das machen wir nicht. Ja. Aus einem anderen Blickwinkel, zum Beispiel medizinische oder chemische Forschung, werden ja wird ja oft argumentiert, dass die Innovation nur durch den Monopolschutz überhaupt enthalten wird und ohne Patente nicht stattfinden würde. Gibt es dazu Gegenmeinungen und wird es umgesetzt und trifft es auch auf Software wie zum Beispiel Patentbegleitung oder andere wirkliche Vorgänge im Material? Also das empirische Material dazu ist denkbar dünn. Ne? Es gibt zu wenig Staaten, die kein Patentrecht haben. Konvergiert gegen Null. Ne? Und von dem her wissen wir sehr wenig über das, würden wir das Patentsystem weglassen, ob Innovation dann verstirbt. Ich persönlich glaube es nicht und es gibt Hinweise darauf, dass es nicht so ist. So wie es zum Beispiel auch bis jetzt nicht gelungen ist, einen tatsächlichen volkswirtschaftlichen Nutzen nachzuweisen. Ne? Auf der anderen Seite sehe ich ein System, das in der Art und Weise, wie es heute gehandhabt wird, sehr viel Schaden anrichten kann und auch tatsächlich tut. Ne? Und dann wäre eine grundlegende Diskussion darüber sehr gut angebracht. Das angesprochene MP3-Patent ist natürlich ein herrliches Beispiel, wo der tatsächliche Effekt in der Industrie wahrscheinlich nur einer war, dass eine Forschungsinstitution Geld kassiert hat. Da spricht auch im Grunde nichts dagegen, nicht? Die Idee des Patents, dass es einen Erfinder gibt und dieser Erfinder soll davon profitieren dürfen, ist das aber irgendwie nicht mehr. Und wir sollten so ehrlich sein und überlegen, wie wir uns einen Investitionsschutz ja, für kommerzielle Entitäten, wie der aufgestellt sein könnte, sodass er schadenfrei gegenüber der Forschung ist und auch wie soll ich sagen, den heutigen Zeiten entspricht, nicht? Wenn Sie heute in der Software etwas 20 Jahre patentieren können, das ist eigentlich lächerlich, ne? In 20 Jahren interessiert das wahrscheinlich niemand mehr. Okay, ja, ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Stunde, dass es vielleicht weitere Fragen, die es noch gibt, vielleicht auch nachher bei Getränken auch noch sprechen können. Bevor ich abgesagt würde ich noch gerne zwei Einladungen ansprechen. Die Katja Merz, die da hinten sitzt, und ich machen bei der Science and Technology Study Conference in Graz von. Katja, weißt du das auswendig? 9. bis 10. Mai haben wir einen The Politics of Open Science Track, GR, und wo es darum geht, die politisch-philosophische, ideologische Ebene, diese Idee von Offenheit auch ein bisschen kritisch zu hinterleuchten. Hier natürlich sehr positive Sachen hören, aber natürlich auch
möchte dann im Namen der ganzen des ganzen Organisationsteams herzlich bedanken fürs Kommen und darf jetzt auch einladen zu ein paar Gedanken, ein bisschen Gespräche nach. Danke sehr.